Aber zieh sie ordentlich fest, gell, hier. Drehmoment und so. Ja. Kommen sie eigentlich aus Sachsen-Anhalt oder was los? Ja, da hinten die Flagge da. Das Wappen. War das der Vorbesitzer oder was? Nee. Aber die Sachen hier, das sind Stahlteile, die hab ich mal hier aufhängen lassen. Damals mal geschenkt. Okay. Wo hab ich die hier aufhängen lassen? Gut. Oh, ich sehe gerade. Oh, Ja, egal. Was hat denn das gekostet? 300 macht ein. Wisst ihr, was ich glaube? Das wurde jetzt beim Hans-Peter abgezogen. Aber pst. Oder hast du das ausgegeben? Was? Die 300. Ich hab sie ausgegeben. Okay, ja, dann schicke ich sie dir. Ach, guten Tag, ihr beiden. Hi. Wie ich das mag, wenn mich Leute einfach von hinten anquatschen, ey. Ich dir noch gerade Steuern, ne? Hä? Ich war gemeint. Gut. Also, bis dann. Danke, Jürgen, gell? Oh, kein Thema. Tschüss, Herr Stromberger. Ja, auf Wiedersehen. Soll ich dann mit dem LKW eben reinfahren? Ja, mach das. Wieder der Vogel, glaube ich. So, gut, dann kann ich mir jetzt den Dünger holen. Ja, schon mal los hier. Gut, 8611 sind drin. Dann düngen wir unsere Felder. Das Handy schon wieder, ja. Hallo? Guten Tag, Herr Runa. Sie haben uns ja vorhin das Gras vorbeigebracht. Ja. Und es sind 3.800 Euro, die wir Ihnen überweisen können. Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Ich überweise Ihnen mal gerade kurz an Sie. Jo, was von der Arbeitsbreite hatten Ihr Düngestreuer? Weiß ich jetzt auch gerade nicht, müsste ich nachschauen. Okay. Da sind nämlich keine Ausleger drin. Ich muss mal gucken, ob ich die richtige Breite finde hier. So, habe Ihnen das Geld gerade überwiesen. Okay, gut, danke. Tschüss. Tschüss. 3.800, das ist doch schon mal gut. 20% Steuern, ne, 10% Steuern. Dann muss ich auch gleich mal an die Stadt überweisen. Dann ich gleich Online-Banking vorbringen. Ich glaube, ich fahre zu nah am Feldrand. So, machen wir 400. Dann wird das schon passen. Okay. So,
wird gerade so passen, dass ich vielleicht dann morgen schon ernten kann. Wäre zumindest optimal. Checken, ob das passt. Bin mir da immer so unsicher, ob das passt. Ach nee. Jetzt rieche ich ja auch noch. Dings da drauf. Unkraut wächst auch noch. Mein. Ich drehe nochmal den Landhandel an. Jetzt noch nicht viel, aber. Hallo? Guten Tag, Sie haben um einen Anruf gebeten. Ja, ich bin gerade auf dem Feld und habe angefangen zu düngen auf der 67, glaube ich. Da habe ich gesehen, dass hier schon Löwenzahn und so Zeug wächst. Könnte man da nochmal Pflanzenschutz draufhauen? Müsste gehen. Ich spreche mich ja ganz kurz mit dem. Jo. Herr Neumann ab. Wenn es möglich ist, einfach machen und wenn nicht, dann bitte Rückmeldung geben. Ja, okay. Danke, tschüss. Tschüss. Vielleicht geht es ja. Jetzt muss ich das auch noch machen. Was ist denn hier los? Scheiße hier. Hallo? Warum rutsche ich denn hier so in den Graben rein, ey? Ja, okay. Hallo? Hallo? Ah, wo sind Sie? Ich sehe nicht. Hier, wo ich gerade ausgestiegen bin. Da steht ein leerer Traktor. Ja, ich hatte irgendwie gerade eine Zeitreise, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was los war. Ich wollte, Sie wissen doch, wo ich kurz bin, oder? Ja, Sie hatten gerade, ich kann nicht reden, tut mir leid, ich bin da stumm. Ah ja. Ja, ich bin der Volker Varuna, wie heißen Sie nochmal? Ich bin der Herr Lukas Müller. Hallo. Der Bruder, vielleicht kennen Sie den Leon Müller? Ich glaube, Moment, ja. Mit dem habe ich glaube ich gerade telefoniert. Kann das sein? Arbeitet er beim LU? Ja. Ah, da können Sie hin, okay. Ja, und ich komme hier halt als Bauer in die Stadt. Hab noch eine Ausbildung gemacht, ja. Eine Ausbildung ist ganz sinnvoll. Ja. Okay. Und Sie sind jetzt fertiger Landwirt, oder was? Genau. Okay. Ja. Jetzt bin ich noch auf der Suche, ob ich vielleicht... Ja, auf der Suche, sagt man das am besten. Beziehungsweise ich muss halt schauen, dass ich Geld verdiene, weil... Ich habe zurzeit jetzt, sagen wir mal, nicht so viel Geld. Okay, da hätte ich eine Idee. Was beim denn? Lohnunternehmen drin, da steht noch ein Pöttinger Ladewagen. Okay. Wenn Sie da dann die Straße beim Landhandel weiterfahren, ganz immer durch, nicht abbiegen, kommen Sie irgendwann an den Hof auf der linken Seite. Mhm. Wenn Sie mit denen da runterfahren können, kriegen Sie ein bisschen was dafür. Ein Pöttinger Ladewagen? Ja, ja, der steht drin beim Landhandel, hinter der zweiten Halle. Ich weiß gar nicht, was Pöttinger Ladewagen da steht, aber... Ich werde es dir mal so sagen, dass die mir den Pöttinger Ladewagen zeigen. Ja, das ist meiner, den können sie dann einfach anhängen, wenn es geht. So. Ich gebe ihnen gerade noch das Schlüssel fürs Schloss mit. Okay. So, bitteschön. Und haben sie auch eine Telefonnummer, falls irgendwie Rückfrage oder sowas ist? Oh, die habe ich vergessen. Nennen sie mir mal ihre, dann
rufe ich sie, so, dann lasse ich kurz bei ihnen klingeln. Okay. Und ich habe gehört, dass es in der Stadt eine WhatsApp-Gruppe oder WhatsApp-Farm-Gruppe geben soll. Ja, da sind wir alle drin. Okay. Ah ja, stimmt. Ja, geben Sie mir gerade mal Ihre Nummer, dann tippe ich die gleich ein. Ja, da bin ich gerade am Suchen. Leider ist irgendwie mein Handy zurzeit nicht schnellste. Meine Nummer ist 0173 ja. 956 434. Ja. Gut. Oh ja, klingelt. Perfekt. Na, dann ist ja gut. Okay. Gut. Gut. Dann suche ich mal den Pöttinger Ladewagen. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Tja. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht wieder in den Graben rutsche. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Also 500 Dünger habe ich hier jetzt gebraucht. Zu leicht auf der auf der Vorderachse. Auch hier kann ich noch gar nicht düngen, so ein Mist. Doch kann ich. Da kann der mir den Pöttinger runterfahren, wenn ich nachher den zweiten Krampe runterfahren mit dem Kalk. Perfekt. Wenigstens einmal gedüngt hier. Weiß nicht, ob ich das zweite Mal auch noch hinkriege. Aber einmal ist schon mal gut. Nicht, dass der von dieser Leon Müller, dass der einen Bruder hat. Nee. Er fährt immer wieder mal was Neues. Hallo? Hallo, ich bin's hier, der Lukas. Am Landhandel steht nur ein Schütemaker und ein Strautmann-Ladewagen. Ah, dann war es der Strautmann. Da habe ich mich dann vertan. Okay. Der ist so ein ganz kleiner, oder? Ja. Ja, genau, der ist es. Okay. Da habe ich mich vertan, sorry. Gut. Dann. Mein Onkel hatte mal einen Pöttinger Ladewagen. Ah, okay. Ah, da war ich zu sehr in Erinnerung. Okay. Naja. Gut. Gut. Danke. Ciao. Tschüss. So, fahr ich da oben nochmal rüber und dann muss es passen. Okay, aber gut, dann habe ich knapp 1000 Dünger verbraucht. Das wird ja wohl hoffentlich nicht die Welt kosten. We're talking about this. There was no rest and stress.
Vielleicht kann der mir auch schon sagen, ob das jetzt was wird mit dem Pflanzenschutzmittel, den er da aufs Feld kippen soll. Ugh.